So, das Gespräch wird jetzt aufgenommen. Ich begrüße bei uns hier am Tisch. Wir sitzen hier zusammen zu viert. Frau Wulff, Hannelore Wulff aus Ablinghausen. Frau Wulff ist die Schwiegertochter von unserem ersten Kassierer, der 1921 mit in den Vorstand gewählt wurde und bei uns auch sehr viel aktiv Fußball gespielt hat, in erster Linie wohl als Torwart. Wir haben das auch noch auf Bildern hier festgehalten. Vielen Dank, Frau Wulff, dass Sie heute zu uns gekommen sind. Dann sitzt mit am Tisch Lina Schröder, die Karl Wulff auch gut kennt und auch dazu was sagen kann. Und zu meiner Rechten hier sitzt Otto Ostermann. Otto kennt ihn auch und wird uns auch da was zu erzählen, wenn wir Fragen haben. In erster Linie vielleicht die sportliche Seite, während Frau Wulff mehr die private Seite hier darstellen könnte. Ja, Frau Wulff, wo ist eigentlich Herr Wulff geboren und welcher Jahrgang ist er eigentlich? Jahrgang 1902 Aha. und er ist nicht in Barnstedt, sondern in Kolkhagen. Kolkhagen In Kolkhagen geboren, geboren. ja. Aha. Weiß jemand, wo er da geboren ist, in welchem Hause oder so? Also er hat in einem ganz kleinen Haus gewohnt, hat er mir oft erzählt, wo die Hebamme Frau Stabi gewohnt hat. Frau Stabi. Frau Stabi, die hat sehr lange, viele Jahre ihren Mann gepflegt. Und da hat Schwiegervater mir oft erzählt, dass er ihr dann geholfen hat, so beim Umbetten abends Ja, oder ja. auch zu jeder Zeit, wenn er da war. Also er hat dort bei seinen Eltern nur zusammen Ja. gewohnt. Und wo sind die denn von Kolkhagen aus? Sind die gleich nach Amlinghausen gezogen? Als mein Schwiegervater geheiratet hat, ja. Er hatte seine Frau aus Sodersdorf und da sind sie nach Amlinghausen gezogen. Und wie hieß seine Frau? Das war Martha Schulz, geborene Martha. Schulz aus Sodersdorf. Und wo hat er Dachdecker gelernt? Wissen Sie das oder weiß das jemand? Betriebs. Also, In Barnickhausen? ob er das bei Willi Stelter gelernt hat, das weiß ich nicht. Da könnte ich aber nochmal nachfragen. Denn ich nehme an, dass Horst Stelter ja auch so eine gewisse Chronik, will ich nicht sagen, aber Geschäftspapiere hat, Ja. von wann bis wann Schwiegervater da gearbeitet hat. Ja, naja, Das könnte ich ja fragen. Vor allem es nicht geht mir vorher in irgendwie. Barnstedt. Bitte? Vor allem nicht in Barnstedt. Vorher erst in Barnstedt? Ja. Das weiß ich Drewes nicht. ist doch Was? oben Lohmeyer, nicht? Wie Willem Später Drews. Lohmeyer, ne? Was? War das nicht vorher Lohmeyer? Also nach Lohmeyer? Vor Lohmeyer. Vor Lohmeyer war Drewes, Vor ne? Willem Drews. Ja, Ja. ja. Und da vorher. Und Ja, der hatte also. keine Kinder, war dann Lohmeyer schon irgendwie Neffe. aus ja, Neffe. ja Aha. aus und unter hannoverscher Guckt, Gegend. alles Ja. so gut. Macht nichts, so wie es ist. Sprecht so, wie ihr sprecht, Ja, das ist ganz normal. das kann man ja nachher so Kannst auch glatt sprechen, das rausschreiben, macht überhaupt nichts. Ich verstehe dein Glatt. so rausschreiben, wie sie es brauchen. Ja. Also das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich kann aber bei Stelters fragen, von wann bis wann Schwiegervater da Nee, doch, eben das war. ist nicht so Ist ja nicht entscheidend. wichtig. Also er hat offenbar bei Drewes, später Lohmeyer gelernt, Ja. Dachdecker, und ist dann nach Sodersdorf Amlinghausen gezogen. Nach Amlinghausen. Nee, Also, nicht Sodersdorf, Sottorf, ne? ja, Amlinghausen, Sottorf hieß Sottorf, es ja. ja Gut, früher, ist ja. also nach Amlinghausen Sottorf Ja. gezogen und hat dann hier gearbeitet, wahrscheinlich bei Stelter. Bei Stelters. Also, Ja. das weiß ich 100%. Ja, das ist ja schon sozusagen der Anfang. Also, ich kenne meine Schwiegereltern von 1956. Habe ich meinen Mann kennengelernt und dann eben auch meine Schwiegereltern. Ne? Ja. Und die haben in dem Haus bei Stelters gewohnt. Stelter hatte da ein Haus, wo mehrere Mieter drin gewohnt haben und da haben meine Schwiegereltern drin gewohnt, bis das eben nachher abgerissen werden musste oder sollte. Und dann sind sie zu uns gezogen. Mein Mann und ich haben gebaut Aha. im Gärtnerweg und hatten das auch gleich so geplant, dass wir meine Schwiegereltern mit reinnehmen können. Ja. Aha.
Ja, das ist auch schon eine ganze Menge. Und Schwiegervater hat lange nach seinem Rentenalter auch noch immer gearbeitet. So kleine Flickarbeiten, es war damals ja auch mal ich weiß nicht, welches Jahr war das mit der Sturm, das war doch mal so ein 91? So ein Sturm, nee, vorher. Vorher. Warten Sie mal, in den 70er Jahren, 72 war mal eine so genannte Sturm, wie sagt man dazu? Schneesturm? Nee. Im Herbst schon, ne? Kühler Wind. Windhose. Ja, sowas. Ja. Und da waren ganz viele Sturmschäden. Und da weiß ich, dass Schwiegervater da ganz viele eben kleine Schäden fertig gemacht hat, ja. im Namen von Stelters. Also, ja. Er war eigentlich lange, lange nach seinem Rentenalter auch noch den Leuten aufs Dach gestiegen. Ja, ja. Schön. Und hat seine Arbeit auch sehr gerne gemacht. Ja. Er war ein fröhlicher Mensch. Er saß auf dem Dach immer pfeifend und singend. Und, ja. Aha. Mit Herrn Meerstedt zusammen, die beiden. Also das war eine Freude. Die haben ja ihre Arbeit gerne gemacht. Ne? Ja, du hattest auch noch irgendetwas, Lina, zu Herrn Wulff ist hier in Erinnerung. Eine besondere Ziegelform hat er manchmal erwähnt. Er war gut vertraut mit meiner Schwester. Oh, das war ein ganz schönes Verhältnis. Lisbeth. Ja? Und die ist dann gestorben. Ja. Wie hieß deine Schwester? Was? Wie hieß deine Schwester? Lisbeth. Lisbeth. Elisabeth. Ja. Da wollen wir Lisbeth vorhin. Ja, gut, okay. Mit Glasspfannen hatte. Ja, eine Glasspfanne, ne? Ja, das kenne ich auch. Ja, da muss noch eine Glasspfanne. Ja. Die war aber rund. Ja, das war. Mensch, wir müssen doch hier unbedingt noch eine Glasspfanne mit reinbringen, ne? Und ehe man denn so dahinter kommt, ach Mensch, denn Flasche Bier war gemeint. Das war eine Schnapsflasche. Ja, oder eine Schnapsflasche. Ja, ja. Das hat mir Lina nämlich gestern erzählt, das wollte ich nur hören. Das ja, Glasspfanne. Ja. Ja. Naja, auf dem Bau gehört das eben zum Ritual. Das gehörte dazu. Genau wie die Maurer auch ihre Rituale haben, oder die Zimmerer und so weiter. Nicht? Glasspfanne. Ja, und in seiner Freizeit hat mein Schwiegervater natürlich, war bei der Feuerwehr. Ja. Dann hat er sehr gerne Theater gespielt. Aha. Also Theatergruppen gab es in Amlinghausen auch schon zu früheren Zeiten. Ja. Und da war Schwiegervater immer dabei. Also das weiß ich noch, mit einer Freude. Und er konnte auch so, wollen wir sagen, das so gut darstellen. Er war ein kleiner Henry Wahl. Ja. Ja. Ja, ja. Ne? Ja. Also mit seinen, er hat auch auf Veranstaltungen oder Geburtstagen oder so, hat er viele Reime vorgetragen. Aha. Ganz viel davon hat Horst Stelter auch noch und sagt dann immer, wenn er sowas mal vorliest, sagt er, Hannelore, weißt du noch, Opa Karl, ja. Ja, mein Schwiegervater konnte das wunderbar vortragen. Ja. Nicht nur, dass er das vorlesen konnte, so die Art, sondern er konnte auch die Mimik dazu machen. Ne? Mit Leben. Ja, ja. Ja. Und das hat uns allen immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und das ist auch sehr gut angekommen. Und das hat er auch auf Familienfeiern bis ins hohe Alter gebracht. Also das war zu schön. Dann sprang er auch so mal ein bisschen in die Höhe. Ein Theaterstück weiß ich noch, hat er auch gespielt. Ich weiß nicht, vom Bahnzug, so hält es denn noch. Und da wollten Kalbekassen, da haben sie mit Kalbekassen gespart. Ja.
Und in den Karl vergessen. Ich will hier raus, ich will hier raus. Da muss ich schenken, um sagen. Ja, da muss ich schenken. Ja, 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 ja. Wo war das hier? Ist das hier vorgetragen worden? In Amlinghausen? Amlinghausen, ja. In das waren eigentlich, ja, ob das nun von der Feuerwehr war, das weiß ich nicht. Aber es waren. Nee, von, ich glaube von Heidelböcken. Vom jetzt von den Heidelböcken, ja. Und früher war das eine Gruppe von der Feuerwehr. Dann war mein Schwiegervater in jungen Jahren auch im Gesangverein. Da hat mein Mann auch damals mitgesungen, aber. Doch, er war ein, überhaupt die ganze Familie ist eine fröhliche Familie gewesen, auch meine Schwiegermutter, waren sehr fröhliche Leute. Haben gerne Skat gespielt. Der Karl auch, der Schwiegervater? Ja, ja Schwiegervater, Schwiegermutter, die hatten so ihre bestimmten Freunde im Ort, wo eben der Mann und die Frau spielten und haben sich dann immer abgewechselt. Eine Woche mal da, eine Woche da, ne? Dann ging das so Reihe rum. Und das Verhältnis am Jungfernstieg mit Tanne Mariechen und Onkel Gustav, das war herzlich, das war eine ganz wunderbare Freundschaft auch. Meinen Sie jetzt Regenmanns oder wie? Oder wie? Wer war das? Von wem war Grabowski. Ach, Grabowski. Mhm. Ja. Ja, die ersten zwei, drei Jahre, wie Annegret war ja ein Stratenfest. Und dann wir auch kein Feuer, Elisabeth und ich. Ja. Dann haben wir Karl Wolf und Hans Haupt, der sei in dem, ja. Wie ein Putzbügel haben. Bei Wabnitz, ja, ja, ja. Und als die ersten Jahre waren ja damals noch ganz schön hart, ne, mit Schlucktrinken. Da gab es ja dann diese Schnapslatten. Und dann, oh, oh, oh. Ja, da hatten unsere Schwiegereltern und die alten Herrschaften manchmal ganz schön ins Glas geguckt. Ja. Ganze Meter, ne? Ja, Meter Schluck, ne? Ja. Nee, aber das war eine fröhliche Truppe da, das muss ich sagen. Auch der Wagnis. Mit Riedmann sind noch Gustav und Marto. Marto Riedmann. Ja, das sind auch von Tauernfeld, ja. Ja. Ja, also da habe ich meine Schwiegereltern viel hingefahren. Schwiegervater hatte ja ein Mofa, aber nie ein Auto und hatte ja auch da keinen Führerschein. Und dann, wenn sie so irgendwo hin wollten, sonntags, dann bin ich gefahren oder mein Mann gefahren, je nachdem, wer Zeit hatte. Aber ich kann mich an viele Besuche in Badstedt erinnern, bei Onkel Gustav und Tante Martha. Da bin ich auch gerne hingefahren, weil ich die beiden auch so sehr gerne mochte. Ja. Ja. Aber die waren auch in Amlinghausen. Onkel Gustav konnte ja fahren, der hatte ja ein Auto, ne? Mhm. Ja, meine Frau und ich mal in der Hochzeitsnacht nach Bad Wick gefahren, wo wir gewohnt haben, dann ja. Zwei Jahre lang. Mhm. Wann hat er denn geheiratet? Wann ist das gewesen, was er von Barnstedt-Kolkhagen nach Amlinghausen zur Dorf gegangen ist? Wann haben die geheiratet? Ungefähr. Also die goldene Hochzeit. Das muss ich erstmal leise überlegen. Ende 20. Können wir auch nachschieben. Lisbeth ist 34 gestorben, ne? Und da wurde schon verheiratet. Ich muss mal eben ausmachen. Ulrich, mein ältester Sohn ist 64 geboren. Und wo ne? 28, ne? Die Meister schaffen. Lassen Sie, das müssen wir jetzt nicht heute, das können wir auch hinterher einfügen. 31, 32, ja. Ich glaube, 30 war er schon in Amlinghausen. Also wo die Bilder sind. Die, glaube ich, haben ihn die erste Zeit noch immer geholt mit dem Motorrad.
wenn die spielen mussten. Aha. Ja gut, das wollte ich nämlich noch, das wäre der Übergang jetzt zum, und hat er in Amlinghausen nicht mehr gespielt oder sowas? Ihr doch, muss ja wohl dann doch gespielt haben hier noch in Amlinghausen, ne? In Amlinghausen, das glaube ich nicht, nein, das glaube ich, also das wüsste ich nicht. Weißt du das, Otto, ob er hier noch gespielt hat? Ich glaube auch nicht. Ich glaube nicht, dass er da gespielt hat. Nein, das glaube ich nicht. Und wer hat ihn geholt, die Bahnschilder oder wie? Mit dem Motorrad? Motorrad, Albert Herzberg wahrscheinlich, einfach Mann für alle Fälle. Ach so, gut. Also dann haben sie ihn von Amlinghausen nochmal nach Bahnstedt geholt. Ja, vielleicht eine Serie länger. Na gut, okay. So circa 1930 können wir feststellen, ist er dann, hat er in Bahnstedt auch aufgehört zu spielen. Um das mal festzuhalten. Ja, dann hat er sozusagen von 21 bis 30, also knappe 10 Jahre, hat er dann Fußball gespielt in Bahnstedt. Ist das so richtig? Kann man so sagen, nicht? Denn er ist ja bei der Gründungsversammlung beim Vorstand dabei gewesen und die haben ja auch bald angefangen, zu Fußball zu spielen. Damals hieß der Fußballverein noch SV Erika Bahnstedt. Mhm. Wetzendorfer hießen Hertha und Bahnstedt hießen Erika. Das ist aber nachher umgewandelt worden, das Erika ist dann weggefallen. Wollte ich erst noch ein, oder hätte ich bloß im Beverberg gespielt, ein Meier von Mann von Riemann. Kruse, ja, Braun, den Meier. Nee, so. Nee, den Meier. Ja, das ist ja 1950 gewesen. Ja. Oder du meinst sicher ein früherer, nicht? Früherer. Von ein Meier. Hat doch eine Gustav Riedmann seine Schwester heiratet. Und sind die nicht nach England oder Amerika? Nach Amerika, Erno. Ja. Und der, glaube ich, der war der erste Torwart, der ist aber nicht drauf. Also ja. Ich denke, meine Schwiegereltern haben 32 geheiratet. Denn ich kann mich erinnern, mein Sohn hatte einen Motorradunfall, da war er 18. Und da in dem Jahr haben meine Schwiegereltern goldene Hochzeit gefeiert. Also 82, also müssen sie 32 geheiratet haben. Von 82, 50 Jahre zurück. Ja, er ist ja hier auch bei 30, 31, ist er noch drauf. Ja. Ja, der ist noch ein bisschen länger gewesen. Ja, also 32 müssten sie geheiratet haben. Dann halten wir fest, er ist 1932, ja. 33 ja. Nachher. Ja, also hat er das, aufgehört, das kommt hin. Ja, das im Mai haben die geheiratet. Wir können es immer noch berichtigen. Ist kein ja, Problem. Nee, das stimmt. Okay. Was ist denn noch über die sportliche Seite von Karl Wolf zu? Also einmal, es gibt ja, hier steht ja Karl Wolf 2. Wer war denn Karl Wolf 1? Der Schlachter oben, der Maurer und Schlachter? Ja. Aha. Hat er auch Fußball gespielt? Ich glaube nicht. Wer? Bloß, ja, denn hier steht der Karl Wolf einmal mit Karl Wolf römisch 2 drauf. Also muss es auch ein Karl Wolf 1 gegeben haben und ich kann mich nur an. Also ein Karl Wolf wüsste ich keinen. Nee, doch, das war der Schlachter. Ja, das gegen, war der gegenüber von. Und hieß der auch Karl? Ja. Ja, gegenüber von Lohmeier. Aha. Ja, genau. Also Lohmeier zum Westen. Ja, ach, der Schlachter. Ja. Schlachter, ja. 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 Ja, das Rudolf Seck, Dungi. Was? Mein Brautglück. Dummi, glückt also. Gott, ja. Das war ja nachher mit Gabas als Heinsen haben die ja nachher geheiratet. Der Sohn von dem Karl war der Lokführer bei der OAE. Ja. Ne? Nee, ja. Das war der Schwiegersohn. Gabas. Gabas hat eine Tochter davon. Irmgard. Ja, Irmgard. Und der Schulleiter in Emsen, der Gabas. Herr Gabas, ja. Den kenne ich. Das ist ja. Auch, der hängt mit Karl Wolf 1 zusammen. Und Großsohn von dem Karl Wolf, ja. Von dem Maurer. Ja. Ach so. Ja. Von dem Maurer Karl Wolf. Ja, was ist denn sonst noch vom Fußball her zu sagen? Das Erlebnis mit deinem Bruder da, das könnte man nochmal, vielleicht kannst du das nochmal erzählen, Lina? Mit einem Sportverein? Ja. Wo die beiden miteinander so ein bisschen sich gekappelt haben da. Erzähl mal. Schaltet du mit drin? Ja, natürlich, das muss da mit rein.
Karl Wolf war in der Eisemannschaft und hat sich verturnt mit dem Sportverein. Oh. Und da war mein Bruder Torwart in der Eisemannschaft und hat immer Ruß hoch gewonnen. Und da hat Karl Wolf auch wieder Torwart geworden. Da war mein Bruder Asset und Karl Wolf, der war wieder Torwart in der Eisemannschaft. Da hat er lange rumgenocht, mein Bruder. Das heißt, da mein Bruder Asset war, war ja in der zweiten Mannschaft. Ja. Ja, also gab es früher, zu früheren Zeiten auch schon Uneinigkeiten im Sport und auch wahrscheinlich in der Kirche. Also wir haben ja im Moment Probleme in der Kirche. Ja, ja, ja. Also das ist nicht ungewöhnlich. Dass, nee, das ist immer. Nee, der eine hat für den prediert und der eine hat ihm gerade als einen schlechten Tag gehabt. Und vor allen Dingen, gerade so im Sport, also da geht das ja, wenn du verloren hast, hast ja meistens der Torwart die Schuld. Ne? Ja. Warum hast du den Ball nicht gehalten? Warum hast du den durchgelassen? Ne? Warum habt ihr Bayern so hoch verloren? Ja. Ja, das war, und der zu Hause. 5-2 gegen. Donnerwetter. Gegen also, Bremen. Nee, das war ja wirklich eine Blamage. Was ich Korn dort auch. Wer? Korn. Wer ist Korn? Korn von Bayern. Weiß ich nicht, du. Nee, hört man gar nichts von, ne? Nee. Aber wenn er, wenn sie nicht besser spielen, dann wird der Klinsmann sicher wieder abgesägt. Ja, das geben sie auch zu, sagt Klinsi selber, ne? Ja. Dass sie nicht gut gespielt haben in der Mannschaft. Auch die brauchen noch nicht immer oben an. Ne? Nee, das stimmt schon. Die Mensch, ich kann die Bayern noch anrufen dann oben. Hast du jetzt sein, das Bild? Die Hälfte. Ja. Immer noch. Ach, sie kann nicht schön, kann nicht platt und dann von Bett oder. Ja. Ja, was haben wir denn noch? Wir haben ja schon eine ganze Menge, das wird eine halbe Seite werden, das reicht auch dafür aus. Das denke ich aber auch. Ja, aber wenn wir noch was haben, dann dazu sind wir hier und um das. Ich mache mal. Ja, und Anne, das hörte denn auf, weil Anfang oder Ende 20, Anfang 30 mit der braunen Bewegung, da war ja mehr. Na, was soll ich sagen, Freizeitbeschäftigungsmöglichkeiten durch die SA und so weiter. Ja. Und dadurch ging das teilweise aufeinander mit den Sportvereinen bergab, so ungefähr. Ja, ja das glaube ich. Zum Dienst und da war die normale SA, die Motor-SA und die mussten dahin und blieb das so ein bisschen. Fußball blieb so ein bisschen im Hintergrund, ne? Ja, ich weiß auch, ich hab den mal von der HJ aus, da haben wir Fußball gespielt gegen MSV 2. oder 3. Die spielt da von Lina Kasernen hoch. Und da war ich in HJ-Uniform und die anderen, das waren alle Soldaten, die in der Fußballmannschaft waren. Dann haben mich einige gefragt, Mensch, das ist doch gar nicht gern gesehen oder so, dass man als irgendwie gewisse Parteimitglied in Sportvereinen mitmacht. So ähnlich haben sie ausgedrückt. So. Der Luke Bremke noch mitspielt. Und der war so ein großer und hatte so lange Beine. Und die Zuschauer, die haben gelacht, wenn er neben einen von den Soldaten her lief, die waren den Kopf kleiner. Ludwig machte 2 Schritte und ich mussten 3 Schritte machen. Da haben wir auch Lina Kaserno gespielt. Ja. Du, wir werken nicht auf das Bild. Da war doch auch noch das Stachel. Willi Stachel? Ja. Irma Prenke, ja. Brauer. Ja. Heißt der nicht Stachel? Der heißt Stachel, ja. Hm. Aber der ist hier auf keinem Bild eigentlich mit drauf. Nee? Nee. Mhm. Nee, dann wurde beschriftet. Ja. Und da ist irgendwie
Mainz ist er gegen am Rhein hingefahren, nach seiner Hochzeit, hier keine Arbeit, und, aber ich glaube, er lebt nicht mehr. Naja, der kleine Abschwenker von Otto jetzt in die unselige Politik der 30er Jahre ist ein Abschluss für das Gespräch zum Thema Karl Wolf, Römisch 2, muss man ja sagen. Und wir bedanken uns bei Frau Wolf, dass sie uns hier Auskunft gegeben hat. Das reicht mir aus, um auch Karl Wolf als erstes Vorstandsmitglied in Barnstedt für die Chronik mit zu würdigen. Und das war mir ein Bedürfnis und ich habe das sehr gerne gemacht. Danke. Ja, Frau Wolf, dann vielen Dank auch. Bitte sehr. Wiedersehen. Kannst machen. Dann. Du hast eben gesagt, dass seinerzeit eben viele im Dorf gearbeitet haben, auch bei den Arbeiter, bei den Bauern und bei den Handwerkern. Ja, fast alle im Dorf. Ja, und insofern, dass alles Einheimische waren. Ja. Ne? Ja, machen wir weiter. Und manche sind dann mitunter weggezogen und sind dann noch ein Jahr oder dem Verein treu geblieben. Oder durch Heiraten, durch Vater, dann weggeblieben. Und dann kam auch so Willi Fromm, was ein Bahnzer, der hat Waldarbeiter gemacht, Stadtbus. Der hat einmal in der Fassdorfer Gegend gearbeitet und dann hat Albert Herzberg ihn mit Motorrad geholt, wohin zu spielen. Ne? Mhm. Und Ludwig Otte, glaube ich, von Bezendorf, der hat auch noch ab und zu mal einen geholt. Ludwig Otte und Alfred Frems und Otto Kissenbrücke, die drei. Ja, es waren ja auch ganz wenig Leute, die schon Motorrad oder sowas hatten, ne? Ja. Die haben ungefähr ein Jahr gespielt und dann ging das auch durch die Nazis alles so weg, dass sie so viel Gruppendienst hat er gesagt. Ja, ja. Und dann keine Zeit mehr. Aber der Sportverein Barnstedt ist ja nie praktisch ohne Spielbetrieb gewesen, bis auf die Kriegszeit vielleicht. Ja, bis auf, ne? Bis auf die Kriegszeit. Ne? Ja, ja. Ich aber sonst als, war ja immer aktiv. Ne? Ich habe als Soldat auch noch gespielt. Da haben wir nochmal. Ja, da hatte ich nochmal Glück. Da haben wir. Haben wir auf den FSL-Platz gespielt, Punktspiel. Mhm. Und dann waren bei der MSV, hieß das, Militärsportverein, in der Mannschaft spielten drei Unoffiziere von der 13. Kompanie, wo ich drin war. Und dann wusste man sie, was machen sie hier? Mhm. Dann hat Otto Diersen genug zum Sprechen gehabt, dass sie ruhig waren. Und dann sind sie mich angesperrt. Ja, ich habe hier das Bild von 1924-25, das erste. Da steht also zum Beispiel hier ein Name Lohmann. Was? Lohmann. Ich lege das hier mal rüber. Lohmann. Dieser Mann heißt Lohmann. Kennst du den? Ist das dies? Ja. Nee. Ist das dies Bild? Ja. Ja. Der Baum links? Ja, oben links. Ne, da weiß ich nicht, wer das ist. Ja, Lohmann steht da, das wissen wir schon. Der? Ja. Ja, Lohmann wissen wir, da steht ja auf dem Bild. Lohmann. Aber ich würde gerne den Vornamen wissen, und wenn ich weiß, dann weiß ich ihn nicht. Ich kann ihn ja keinen geben. Und dann habe ich hier noch Heini Frahm. Heißt der Heinrich Frahm? Ich möchte nicht das Wort Heini hier so oft, dass die alle heißen so Heini hier auf den Bildern. Heinrich. Heißt der Heinrich Frahm? Genannt Heini. Ja. Heinrich in Klammern Heini, ne? Ja. Rufname Heini oder wie wir das sehen. Ja. Und welcher das ist? Das war die Ölse, ne? Ja, die Quecksäge.
Erste, zweite, dritte. Das Gerne, aber. Vierte. Der fünfte von hinten. Der? Nee, der ist hier nicht um. Ach so. Auf dem Bild ist das auf. Das ist der hinten, der bisschen blonde müsste das sein. Ja. Der da. Ja, der. Heini Frau. Er hat aber das Bild. Dieses Bild hat er da. Ja. Und der Name steht hier drauf, Heini, ne? Nur Heini finde ich immer so blöde. Ja, aber. Wenn Heinrich heißt, dann heißt er. Heinrich. Du hast keine Heini Frau. Ja, gut. So, und da steht nämlich auch Karl Wolf II. Ne? Hier, zu ihrem Schwiegervater, der wurde da. Ja. Karl Wolf II. Aber warum Karl Wolf II? Das ist. Der andere Karl Wolf war Maurer und im Vorstand. War der auch im Vorstand der Maurer und Schwiegervater? Ja. Irgendwie mal Stellvertreter. Ja gut, also ich lasse das mal stehen hier mit Karl Wolf II. Sie kennen den anderen nicht, ich kenne ihn zum Beispiel. Der hat auch bei uns geschlachtet. So, das mache ich auch weg. Damit ist dieses Bild für mich eigentlich schon... Ja, ich habe ja gesagt, es wäre gut, mal über die einzelnen Personen ein bisschen was zu wissen. Aber wir können jetzt mal die Bilder durchgehen, dann habe ich dies erstmal abgearbeitet. Und dann nehmen wir mal dieses Bild. Das ist fertig, Otto. Das kannst du mal daneben hinlegen. Kannst du mal da hinten, oder soll ich das hier rübernehmen? Soll ich das hier rübernehmen? Dann machen wir das mal. Ja, hier. Wie heißt der Bierkamp mit Vornamen? Bierkamp. Franz, ne? Der zweite. Der dritte. Der war Bäcker. Weißt du noch, wie der mit Vornamen heißt? Franz. Franz? Ja. Bist du schon wieder? Nicht auch von der Burgdorfer Gegend mit Schambel zusammen irgendwie? Da war ich mit Schambel, das war ich nicht. Aber er kommt wieder her. Ja. Mensch, wer ist denn das? Das ist Willi Fahm. Ja. Das geht immer so. Ja. So, ne, das ist ein bisschen unglücklich gemacht. Also ich habe sie jetzt hier drauf, so wie sie stehen. Ja. Ja, damit, doch, das ist einfacher, ne? Das will ich fragen, ja. Ja. Der andere will Heini. Und das ist denn der Franz Bierkamp. Ja. Wenn er Franz heißt. Aber wenn die das sagt, dann kann es, wer soll es sonst wissen. Wie heißt denn der? Dutjak. Aber der mit Vornamen heißt er bei Gott nicht. Johann. Ja? Der war doch wie. Aber das ist ein G, oder? Das ist ein G. Ja. Ja. Doch, Johann hat er ihn, ne? Der Kolmund Rheinland. Ja, der ist als na, Flüchtling oder Unterernährter so zum Bauern gekommen und hat bei den Bauern immer da hängen geblieben. So. Aha. Ja, und der zweite war, das ist ein Sender, der kam von Willensburg, ne? Wo du herkommst, weit nicht auf. Ja, der kam von Willensburg. Der ist auch so aus. Der ist hier schon. Landwirtschaftlicher. Ja, ja. Landwirtschaftlicher Helfer oder so. Ja, ja. Und weil in der Stadt nicht viel zu essen. Ja, ja. Genauso ist für mich ein Rätsel, wieso hier der. Warte mal, wie heißt denn der? Der Eickhoff neben dem Dutziak müsste der irgendwo schon sein. So, ein Eickhoff. Wieso steht da HG? H.G. Eichhoff. Wer ist das? H.G. Für mich ist das ein G. Da muss ein G, wenn den suchen, war er doch suchen. Ja. Und wieso? Hans-Georg vielleicht. Ja, aber wieso soll man Hans-Georg Jochen oder? Das weiß man ja nicht. Im Dorf ist er bloß als Jochen bekannt. Ist denn, ja. Lene-Jochen, Lene, ne? Ja. Jochen. Wer könnte denn das noch ein bisschen genauer wissen? Wer hat denn mit Eichhoff noch irgendwie Kontakt oder sowas ähnliches? Klaus lebt auch nicht mehr. Und mit der anderen. Im Beverbeck, da ist nicht viel mehr los. Ja. Lebt denn die nicht die wie heißt die Eichhoff noch? Die da, die Frau sowieso, weiß nicht wie sie mit Vornamen.
Ursel. Ursel Eickhoff? Ja. Der wohnt in der Goethestraße. Ja, da muss ein Papier. Wenn einer was weiß, dann war es Papier, Peter, von aus der großen Bäckerstraße, von einem Papiergeschäft. Ach ja, da hast du es gehabt. Wo ist denn dein großes Papiergeschäft? War doch mal. Ich kenne da nur Wegener. Wegener? In der großen Bäckerstraße. Ja, das ist die große Bäckerstraße, ja. Wo Wegener ist. Wegener? Bei Stork nebenan mit. Ja, Stork war da mal in der Nebenstraße da. Ja. Schrankstraße. Ich glaube, war direkt Bäckerstraße. Hm. Das vorher war noch Klapplin da. Ja, nee, davor. Also halber Anbau mit Stork mit. So, Stork daneben. Schrankstraße mit. Und der Papierpeter ist aber in der 12. Kompanie Schriftführer. Mit dem habe ich dann im Krieg auch viel zusammen oder öfter zusammen gewesen. Ja, lebt er noch oder was? Nee, der lebt nicht mehr. Ja, wer könnte mir denn da helfen? Wer ist denn da? Was? Von Peters. Wer ist denn da bei Peters? Das ist schon früher flöten gegangen, irgendwie mit seiner Schwester und Schwager, dessen Mann, die haben da auseinander gepult schon. Die wollten die Hälfte mit haben von der Druckerei und so. Die haben ja Druckerei auch noch, ne? Also Peter sagt mir jetzt nicht viel, obwohl ich ja nur lange auch da bin. Und wo ist die Ursel Eickhoff, wenn er im Die wohnt in der Goethestraße. Ob sie noch lebt und wenn sie lebt, ob sie denn nicht bei ihrer Tochter ist, die Apothekerin in Rheinland irgendwo. Mhm. Das ist ein Voss. Ja, Ursel Voss, ja. Voss? Hieß sie, geheiratet. Voss heiratet. Ursel Voss, geborene Eickhoff. Ach so. Also heißt sie nicht Ursel Eickhoff, sondern Ursel Voss. Ja, Herbert Jenke lebt auch nicht mehr. Der hat auch noch mal. Ja. Ja, und so geht das alles verloren. Ne? Ja. Da, ich sag ja auch, ich habe auch eben die Fotos, wo ich keinen mehr nachfragen kann. Wo keiner mehr mir sagen kann, Mensch, das ist der und der, das ist der und der. Ja, man hat das viel zu wenig aufgeschrieben. Die kennt keiner mehr, ne? Und wer lebt da noch von? Ach, der hat schon wirklich abends alle Tag gegangen schon. Ja. Ne? Ja, ja. Ja, sie hat mir dann auch was dazu erzählt, aber das habe ich natürlich auch nirgendwo festgehalten. Ne? Nee, nee. So. Elfried Eickhoff. Elfried Eickhoff, ja, den habe ich hier. Otto Dersen. Dann, ja, du sagst nicht, aber also ich denke mal, es kann auch Otto Dersen sein. Und er steht hier. Der Charlie, ne? Otto Dersen. Ja. Und du hältst einen Blitzmann. Und da steht er. Blitzmann ist der hier. Willi Fraun. Der ist Blitzmann. Willi. Ja. Willi, der hat Lisa Müller geheiratet. Ja. Ja. Lisa Fahren, nein, ja, die bei uns mitgewohnt. Ja, die war. Ja, und wahrscheinlich war auch die Schwiegermutter. Ja. Ja. Naja, er ist auch schon früh gestorben. Wer? Willi Fraun. Ja, ja. Ja? Von dieser, der Mann ist ja früh gestorben, ja. Ja. Ja, und Lisa auch schon lange nicht mehr. Ja, ne. Was wollte ich noch mal wissen? Elfried Eickhoff und der nächste, das wäre also den. Gustav Meyer. Das war. Karl Wolf. Das war Gustav Meyer. Das war Heiner Eickhoff. Das war Otto Dersen. Das war. Franz Müller. Also, heißt der Franz, ja? Mit Sicherheit, weil hier steht E. E, ja. Franz hieß er. Der war Zimmermann. Also Franz und der kam angesungen von Fitzen gegenüber da und kam angesungen zum Spielen da. Hat ein Lied gesungen und dann marschiert er da von Fitzen rüber zum Sportplatz hin. Ne?
War damals Gustav Vorsitzender oder warum steht Gustav Riegmann hier auf der rechten Seite? Warum war er da? Hier steht Lindorf. Was hat er für eine Funktion gehabt und was hat er für eine Funktion gehabt? Wer? Gustav Riegmann war Vorsitzender. Lindorf, Schwarz Lindorf nicht, der ist nie Vorsitzender. Ist er ein Stellvertreter gewesen oder Kassierer? Naja, das weiß man nicht mehr. Die Unterlagen gibt es auch nicht mehr. Nee. Was steht denn darauf? Auf den? Hier steht Otto Mellwig. Der war Vorsitzender. Aber dann kam gleich Gustav Riegmann. Gustav Riegmann war der zweite Vorsitzende. Der war der zweite. Dann war das vielleicht der erste und der zweite, ne? Ja. Ja, zu dem Bild habe ich sonst auch keine. Wobei mich das wundert, dass man aus dem Schloss. Schloss Lindorf, ob die Kassierer ist. Du, da weiß ich nicht, musst du werden. Auch das ist nicht so wichtig. Ich. Lassen wir. Das ist nicht so wichtig. Wir wissen, dass er Georg Lindorf heißt und so. Das lassen wir. Können wir da legen. Also, dass hier der Duziak Johann heißt und nicht G, sondern das wundert mich zwar, aber wenn ihr das Johann, sagt. Johann, ich sag. Nee, und hier der Franz Müller heißt hier E. Müller. Aber Franz Müller. Ja. Jetzt am von Thürmer. Naja, gut. Ja, aber früher hatten die ja auch sehr viele Vornamen und wer weiß, warum. Kann auch sein, ja. Franz Müller, seine Frau, die hat noch lange gelebt. Da. Ob die noch lebt, weiß ich nicht. Jetzt haben wir hier nochmal. Das ist die zweite Klasse, die zweite Herren. Hm. Ja, das wollte ich nochmal fragen. Vierte Herren. Dann ist das die zweite Herren und nicht die erste Herren, ne? Die ist die zweite, ja. Oder hieß die Reserve damals? Zweite Mannschaft. Oder Reserve, ne? Ja. Reserveklasse 31. Ach ja. Hanni Sense, der war von Wilhelmsburg. Dann kommt Reini Mahans, Albert Arnemann, Hermann König, Eva Peters, Adolf Schröder, Blume, Elf Remke, Blitzmann, Willi Riegmann, du weißt Jürgen Kopp, Hermann Kruse, Klaus Eickhoff, Albert Fraum und Hermann Bauer, Kassierer, König. Ich habe hier drauf geschrieben, Betreuer, weil ich nicht wusste genau, was er gemacht hat. War er Betreuer oder? Ist das nicht in der Lütze rote Heft? Nee. Von Sportfan? Nee. Nein, glaube ich nicht, nein. Ich könnte nachgucken. Wollen wir mal gucken, hier schreibe ich mal bei rotes Heft. Ja, ich habe zu dem Bild nicht mehr. Das heißt, da steht drauf 31-32 und hier steht 30-31. Genau wie dies hier, dies ist auch 30-31 und das auch. Ja. Sind das die gleiche? Das ist die gleiche. Und das werden wohl die gleichen Aufnahmen sein von dem gleichen Jahr. Die Postkarten. Ja, das ist das gleiche. Dies ist nur ein großes Bild. Könnte der gleiche Hintergrund sein, das ist zwar etwas abweichend hiervon, aber kann man nicht so gut erkennen, würde ich mal so sagen. Diese Ecke und diese Ecke, das sieht so ungefähr das gleiche aus. Hängen die Bilder irgendwie im Vorstadtsheim oder wo haben Sie die Bilder? Bei uns, das war früher das Vereinslokal und da haben die gehangen und die haben bis jetzt auch gehangen. Mhm. Und Frau Gute will die auch dann irgendwann abgeben und werden wir dann zum Vereinsheim, wenn wir da was machen. Ja, also was ich sag mal so, da steht 30-31 drauf. Ich weiß auch nicht, wann dieses Bild relevant ist.
kann man nichts erkennen. Steht kein Datum drauf. Nee, das ist 31, 31, ja. Sind die gewesen, da haben die beide Mannschaften haben ihre, in ihrer Klasse die Ballsack gemacht. Ah, das weißt du. Und deshalb na ja, dann waren die Bilder auch. Das muss also 30, 31 sein. Gut, dann haben wir das eigentlich auch schon. Dann hat und dann hast du noch eins, da sind drauf die zweite Herren. Die zweite Herren-Reserveklasse von 31, 32, irgendwo steht da noch irgendwas drauf. Mit, dafür, da, das einen kennst du gar nicht, der war bei Steinhauer beschäftigt, hast du mir nur gesagt. Wer? Ja, der eine, den du, wo du den Namen nicht kennst, bei Steinhauer ist der beschäftigt. Hans Senne. Nee. Hans Senne. Die ganz um End hier. Ja, das kleine. War ja, der auch bei Steinhauer? Das ist er, ja. War der auch bei Steinhauer? Ja. Ja, den haben wir hier drauf. Nee, du hast noch ein kleines Bild. Nicht dieses, sondern ein anderes. Ein anderes kleines Bild hattest du gestern, vorgestern. Wo eine Mannschaft drauf ist. Relativ gut erkennbar. Von Josef Ein? Nee. Mir hört nicht. Doch, du hast eins gehabt. Das wir hier nicht haben als Bild. Dies. Aber hier steht nichts drauf. Hey, hier kann man ja kaum einen erkennen. Nee, es war so ein großes Bild. Nö. Da steht drauf, Fragezeichen, bei Steinhauer habe ich geschrieben. Heini Martens, Albert Arnemann, Hermann König, Ewald Peters, ja. Adolf Schröder. Ach, das ist dieses große Bild. Das ist das hier. Das ist dieses hier. Das ist das. Das hatten wir doch schon. Alles. Jetzt wieder der Hermann Bader drauf. Dann habe ich das doppelt hier. Dann habe ich das nicht erkannt, dass das Bild das gleiche ist wie der. Ja. Das gleiche. Ja. Auch erledigt. Das ist das gleiche hier. Das ist dieses Bild. Ja. Ja. Der überragt ja auch alle, ne? Hm? Ich sag, der ist groß hier. Ewald Peters, der war von Holthof, war Lehrling bei uns. Mhm. Und das war ein Fußballspieler, Ewald, ne? Holthof wollte sich schon zu noch werfen. Da musst du wissen, ich weiß, das heißt der Kielke? Günther Kielke. Günther? Günther, der kam auch irgendwie aus. Da hat nämlich Karl-Heinz Herbrecht, der hat hier unten was runtergeschrieben, das habe ich gestern Abend erst gesehen. Das kann man aber fast nicht lesen. Mit einem Kugelschreiber hat er das reingeschrieben, hier in dieses Gras hier sozusagen. Günter Kielke, der war. Günter Kielke heißt der. Der war Elektriker. Ja, doch, steht ja auch. Günter Kielke. Ja. Georg Brünke. Gewohnte, was? War er der zweite Vorsitzende? Ja, zweiter. Den kenne ich gar nicht mehr. Günter der Bischilke hätte gewonnen. Egon Kublik, Günter Kielke, Heinz Ostermann. Bischilke, ja. Bischilke hätte gewonnen. In die Dale-Kammer da. Ja. Die haben gesagt, die Dale umbaut, da ja. Jede Wohnung kriegt ein Zimmer da. Und da Schilke, die haben ja keine Kinder, die wollen ja bloß allein. Und dann sei da in Wohnung da. Wer ist denn Schilke, kenne ich nicht. Da war Melker bei, Lise Schröder. Ach so. Ja, Egon Kublik, Günter Kielke, Heinz Ostermann, Kurt Finke, Walter Kruse. Gustav Wittmann, der war wohl erster Vorsitzender, ne? Ja. Seiner Zeit. Dann kommt Günter Meier. Ja, mit dem Kopfschutz, ja. Ja, der spielt immer so. Das war Willi Neubauer. Ja. War das ein Heike?
Nee, jetzt habe ich was, wollte ich gar nicht sagen. Ja, Walter Heike. Walter Heike? Ja. Ich muss mal gucken, ob der hier unten drauf ist. Heike, der kommt doch von Pannon. Und Schwiegersohn von Dose. Ja. Und dann ist er hier noch Schnede hintragen, dass er Fischmeister ist. Mhm. Die haben das in der Schnede. Ja, ja, in der Schnede, ja. So Forellenteige. Forellenteige, ja. Da war er Fischmeister. Und der Glück ist auch voll untergegangen. Der, na gut, schreibe ich mal weiter hin, ich weiß nicht. Gelebt. Wohnte der nicht in Baden-Hagen irgendwo? Ja, oder ja, in Kahn. In Kahn hat er gewohnt, ja. Wo ist in Kahn? Da, wenn du aus Baden-Hagen rausfährst, dann links ist da so ein Waldgebiet, so ein kleiner. Und Richtung Felden? Nee, halt, bevor, in der ersten Kurve, in der ersten Rechtskurve. Aha, ja. Geht links im Weg. Aha. Und da haben wir auch Meiermanns gewohnt. Ah, ja. Und da. Der Meiermann. Ja, Meiermann. Also nicht Kurt Heike, sondern Walter. Kurt Heike. Ich komme nicht weg. Kurt Heike, sondern Walter, ne? Wie? Du hast gesagt Walter. Walter, Walter Heike, ja. Heike habe ich so geschrieben. H-A-I-C-K-E. Ja. Und wie heißt er hier mit Vornamen? Dann ist Falkenberg. Ja. Alfred. Richtig, ich habe ihr Fritz geschrieben. Der war bei Dietrich Hardig. Alfred, und natürlich. Ist dann, ich glaube, nach Barendorf oder irgendwo dahin verzogen. Seine Söhne oder Großsöhne, die spielen jetzt in Thomasburg. Hier den. Von Alfred Heike. Ja. Alfred Falkenberg. Ja. Ach ja, habe ich auch mal gelesen. Ja. Ja, soweit wir konnten, haben wir das gemacht. Dann habe ich noch so ein Ding mit unseren Platzverhältnissen. Albert Herzberg, der war so fanatisch und so auch Zuschauer gespielt hat er nicht. Und dann hat er den, ja, in den 30er, Anfang 30er, den Schiedsrichter beleidigt und so. Und dann musste Otto Diersen, der war Spielführer, musste den Schiedsrichter holen, den hier, bringen Sie den Mann vom Platz. Und dann ist Albert Herzberg zwei Schritte zurückgegangen und hat gesagt, hier habt ihr nichts mehr zu suchen. Das gehört Wünke. Der Sportplatz hat früher Brummerhof gehört und ist hört bei der Grenze auf, wo Brummerhof ist, und dann kommt Bünnecke. Und dann ist er einen Schritt zurückgegangen und hat gesagt, jetzt den Grund und Boden, der habt ihr nichts mehr zu suchen. Ja, das ist pfiffig. Und nachher haben wir das gepachtet von Bünnecke. Ich glaube, ich habe inzwischen gekauft. Ne? Also, und ja, das Gelände, wo der also Sportheim aufsteht. Da, wo der Sportheim aufsteht, das ist alles unser. Wie? Das ist unser. Ja, ja. Und der, danke, ich trinke noch ein bisschen. Was hinter dem Gebäude ist, nach 5 Metern beginnt Würniges wieder. Ja, ja, ja. Da ist nicht, da geht die Grenze ziemlich dicht an den Sportplatz heran. Da haben wir die Masten noch so gesetzt, die flutlichen Masten, dass die auf unserem Grundstück sind. Aber einen Meter weiter ist schon praktisch Würnige sozusagen. Ja. Ich habe hier noch, ich habe ein Bild von Otto Diersen gestern bekommen. Da hat er sich nochmal fotografieren lassen in Sportkleidung. Aber das ist nicht Barnstedter Sportkleidung gewesen, das war, weiß ich nicht, wo er das gemacht hat. Neuhaus. Kann auch sein, ja. Ja, dann hat er auch Fußball gespielt. Ja. Habe ich nicht gehört, dass er da. Ja, gut, kann sein.
Erzähl, du kannst doch ein bisschen über Otto als Fußballspieler kannst du doch, weißt du doch auch noch ein bisschen was, Otto, nicht? Da kannst du doch eigentlich auch noch was zu sagen. Na, da kann ich auch nicht. Weiß ich auch nicht. War eigentlich Truppe zusammengehalten, war einer der besten. Ja, das wollte ich eben. Und war eigentlich ein guter Torjäger sozusagen. Ja, hat einen guten linken Fuß, also praktisch nur links. Aha. Hat er auch immer halb links gespielt. Ja. Und einmal, heute Morgen noch durch, haben sie ja so 28 ungefähr gespielt gegen Betzendorf und da war Betzendorf am Abzacken. Und da haben die, glaube ich, 11-0 verloren. Und da hat Otto Diers ein Tor geschossen und geschrien, Tor geschossen. Und der Schiedsrichter hat blöd geguckt und hat gesagt, und ich weiß auch nur so von außen sehen, der war doch gar nicht drin. Und dann ist Otto Diers, da war ja noch das Drahtgeflecht drum, ne? Der hat dann so geklödert. Und dann ist Otto Diers mit dem Schiedsrichter hinging, an einen Pfahl, da war der Fleck vom Fußball zu sehen. Oh! War so ein bisschen feucht. Der Schiedsrichter hat da gar nicht mitgekriegt. Er ging gegen den zweiten Pfosten und so und flog wieder raus und hat Tor geschrien. Und der Schiedsrichter hat er nicht mitgekriegt. Und dann muss er da hin und die Schiedsrichter den Fleck zeigen. Dass er Dann hatten die statt Tornetze, hatten die so Torgeflecht oder so. Da hat dann so schön geklödert. Ja. Und damals hatte man auch noch keine Videoaufzeichnung. Nee, heute können Sie ja alles zurückverfolgen, ne? Ja. Das Tor reingefallen ist. Und das sind Bilder manchmal. Ja. Ich habe hier noch Bilder. Das war zu der Zeit, wo unsere Erste in der Bezirksklasse spielte. Das war Anfang der 50er Jahre, das müsste so etwa 52. 52, 53 und weiter. Ich weiß nicht, wie viele Jahre die da drin geblieben sind, das kann ich jetzt nicht sagen, in der Bezirksklasse. Ich glaube, ich habe 51 aufgehört und dann kam Bernd Wolf. Ja. Ja, den wollte ich eigentlich auch noch mal interviewen, also zumindest mit ihm mal Kontakt aufnehmen, Bernd Wolf. Wo wohnt der? In Lüneburg. Lüneburg, Lüneburg. Der hatte seine Freundin oder Frau aus Bahnzer und hat vorher LSK Reserve gespielt. Und dann haben sie ihn rumgesprochen, dass er, also überredet, dass er in Bahnzer anfängt. Der war mal der Stadtvermessungsamt beschäftigt. Mhm. War ein sehr guter Torwart da. Ja. Mit Kirsch hat er Martha Kirsch hat er geheiratet. Richtig, ja. Und ich habe hier mach mal weiter. Seine Schwiegermutter und Schwester, glaube ich. Schwiegermutter mit der anderen Tochter, die sind nach Amerika gezogen. Ne? Ja. Das ist ein kleines Bild. Das ist die Reservemannschaft. Ich drehe auch mal eins rüber. Und da habe ich alle Namen. Ich stehe aber nicht darauf, welches Jahr das ist. Ich habe mal 53, 54 gesagt. Das wird nur ungefähr stimmen. Und da kann ich auch nicht fällen. Nee. Und das ist Lohmeier. Also der erste ist Siegfried Zehm, der linke. Ne, Lohmeier, im Mantel. Der hat wohl nur mal ab und zu gespielt. Dann hat, das ist Siegfried Zehm, der zweite. Irgendwie Vorsitzender, ne? Nee. Kassierer war er mal, das Zeit lang, das kann auch gewesen sein. So, Walter Stolze haben wir damals schon eine Glatze. Ja, Walter Stolze. Dann Karl Ludwig in der Mitte. Dann Kurt Krenz. Ja. Und dann Kurt Finke habe ich hier stehen. Ja, nee, das könnte auch ein Klebs sein.
Das weiß ich jetzt nicht. Die Jungs, die kenne ich gar nicht mehr. Das könnte auch ein Klebs sein. Das sehe ich eben mal hier. Das ist eher ein Klebs, würde ich mal sagen. Ja, aber Günther, da wird es ja auch noch jemanden geben, die, ja, der die genau kennt. Der Torwart, das ist sein Bruder. Ja, muss ich mir nochmal unter der Lupe angucken. Dann bin ich da, auf den, in der Mitte, da linke da, das bin ich. Dann ist Reinhold Kublik in der Mitte. Und Kurt Stark. Ja. So, und der nächste unten links. Letzte, weiß ich den, also vorne die Reihe. Da vorne. Den kenne ich. Den kenne ich zwar mit Nachnamen, ich weiß aber nicht genau seinen Vornamen. Das war ein Lemke aus Beetzendorf. Das war Willi Lemke. Nee, Willi nee, der hieß nicht Willi. Nee, Alfred. Alfred hieß er. Hast du recht, Otto. Das war ein Gedächtnis. Aber er hat ja nun auch wirklich einen Kopf, so mit den Geheimratsecken. Das müsste man ja. Ja, ja. Also aber wenn jetzt, er das schon ja, weiß, er das, Alfred, wo er das sagt, und ich bestätige ja, das, das war also, Alfred Lemke. Der war auch ein bisschen älter da. Ich habe hier Fritz stehen, aber das ist ein anderer. Der ist auch noch nach Wolfsburg gegangen, Frau Wiebeck. Mhm. Ja, kann sein. Fritz Lemke, Alfred Lemke. Und dann habe ich den Rudi Klebs hier, der kommt ja ab und zu jetzt noch zum Fußballspiel. Und der andere ist Eduard Pohl, der kam aus Felgen. Ja. Ja. Den habe ich auch noch mal ab und zu mal wieder gesehen. Und dahinter? Dann Grenz. Wo hinter? Hinter den Schulz von Pöln. Mit Mantel? Nee, nee, ohne. Ach so. Welchen Mantel? Ja, zieh mal drauf. Dann Kurt Stark? Ach, in ja, der Mitte? Das ist Kurt Stark. Und über Kurt Stark, das könnte der Klebs sein. Ich habe hier kurz Finke stehen, das ist aber nicht. Ach so, und der Mann mit dem Mantel, das, da habe ich gestern immer Predke angerufen, das ist Gerd Ballank. Wer, Gerd? Ballank. Der war doch, in der Mühle bei Prinkis. Ballank, musst du kennen. Ballank, Mensch. Ballank. Ballank. B-A-L-L wie der Ball und dann A-N-C-K oder K, das weiß ich noch nicht so genau. Ja, ja, das auf jeden Fall. Das weiß ich sogar noch. Das weiß ich sogar noch. Ich wusste nur den Vornamen nicht. Und den hat mir die Frau Prinke gesagt. Ja, das kann sein. Der war so Betreuer bei uns, weißt du, der hatte so uns. Hat er die Pferde, ne? Hä? Hat er die Pferde? Nee, das glaube ich nicht. Weiß ich nicht. Was er dann genau gemacht hat in der Arbeit, das will ich nicht. Du, der Norm, der kommt mit dem Maul, was er bekannt war. Ja. Ja, so viel dazu. Und wer ist das hier mit Hut und Mantel? Das ist Ballank. Das ist Ballank? Das ist Ballank. Kam der nicht irgendwo aus dem Westen oder so ungefähr? Ich weiß das nicht. Da war ich. Kann mir gar nicht erinnern. Doch. Ihr müsst ja nur auch nicht alles wissen. Flügel. Sind doch verschiedene Jahrgänge. Ja. Ey, man will alles werden von uns und dann sagt er, die darf nicht alles werden. Na? Ja, wenn es jemand anderer ist, der es weiß, dann ist er gut. Dann könnt ihr das auch ruhig verleihen. Du musst jetzt in dem ganzen Unterkunft. Du hörst mir eine Zeitung am Geburtstag, eine Borrel von Emsen in Raumlinghausen. Ja, Mann. Die ist doch die Frau, nicht die Mutter. Ja. Von Heinz Schink. Ja, ja. Ich kann auch nicht. Okay. Ja. Und die Jungen hätten noch besagt mit deiner Frau, da wiegt doch. Ja.
Du, ich kann sie mir umkürzen, aber begehen, wie die Besuchte. Und ich glaube, sie wollen da ganz blieben. Ja. Auch die Frau hat nichts. Eine? Eine Borre. Bartel? Ja. Die waren Dachdecker, die Eltern hatten auch einen Dachdecker in Emsen. Ach so. Ja. Der wurde auch mit Karl Wolf bald verhoben. Ja. Und halten sie ihn durch Heizink. Ja. Bottle hätte. Bottle. Ja. Da ein O. Aus Emsen, das stimmt. Da hat Opa auch manchmal von erzählt. Und war mit einem Auge, hat er was reingekriegt, Zement oder irgendwas. Ach so. Welche sollen wir denn nun in die Konik reinnehmen hier? Welches Bild? Welches das? Das kann man auch so wie ein Passbild, kann man das zurecht friemeln so. Das kann man, am Computer kann man das machen, dass man die Seite, das andere weglässt und dann nur das Bild noch bringt. Das ist ganz schön. Was sagst du? Er hat es doch aufgeschrieben. Die Kinder haben es doch aufgeschrieben, denke ich. Ja, den Umschlag habe ich hier. Umschlag habe ich hier. Aber auch noch was. Also hat auch noch was? Ilse hat mir auf den Zettel geschickt. Ich habe nichts. Umschreiben dann. Das ist da drin. Jürgen, komm, ne? Da ist da drin. Hier, oder hier. Das. Ja. Du meinst das? Nee, die Bilder. Ach ja. Und da sind noch Bilder drin. Ja, 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 die habe ich. Die nehme ich jetzt erstmal mit. Die kriegst du wieder. Die nehme ich mit, die kriegst du wieder. Welche sollen wir denn in die Chronik reinnehmen, Otto? Was? Welche sollen wir in die Chronik reinnehmen, das oder das? Such dir eins aus. Was gefällt dir besser? Da will ich auch nicht. Am besten drauf bist. Also ich finde, da bist du auch gut drauf. Wir machen das mal so, wir machen das mal als, da machen wir mal ein Passbild draus. Gut. Du kannst auch Wilhelm kennen, ne? Hm? Du kannst auch Wilhelm, den Bruder, kennen. Ja, ich mach mal aus dem großen Mann. Das sind alle Ostermänner, mit St. Lisa. Ja, mein jüngster Bruder sieht auch so aus, der noch lebt. Ja. Die anderen leben nicht mehr. Ja. Ja. Möchten Sie noch ein bisschen? Ja. Ach so, du bist dich. Und das Annegret schreiben, ne? Annegret sagt man. Ilse. Noch einen Lütten Schluck? Ja, wenn nicht so verpatzelt ist. Nee. Kein Doppelt kommen. Und wenn ist in der Welt? Eine Fieberunterricht, ja, Feierunterricht, bin ins Sportverein reingegangen, ne? Und dann muss, ja, die meiste Habien und Elternschaft und abends den Schiebstein rein, meiste, ich möchte gerne mit ins Sportverein, ja, ja, aber nicht die Schaue schwänzen, aber ich muss alle 14 Tage sonntags morgens hatten wir Fachschule, nannte sich dann, von morgens um 9 bis mittags um 1. Und nur die vom Lande, die Schmiedelehrlinge, die aus der Stadt, die mussten schon alle zur Berufsschule. Ah ja. Und ich glaube, ab 35 mussten die alle zur Berufsschule, auch die vom Lande. Und da war ich im letzten Lehrjahr, die brauchten nicht mehr hin. Und ach so, und dann bin ich 1.35 wohl morgens erst zur Fachschule gefahren und dann um 11 mit dem Fahrrad nach Hanset einziehen, da zum Sportfest. Zum Spielen. Hierhin. Und dann in der zweiten war ich Spielführer und dann halt. Weil das sollte der Alte und Schloss Melbeck, die haben noch mitgespielt in der zweiten. Welches Jahr? Welches Jahr ist das ungefähr gewesen? 35 muss das gewesen sein. Wenn ich geboren bin. Dann haben wir noch einen ersten gemacht
Aber ich war ja Lehrling, musste nach, wie die Spiele zu Ende waren, musste ich ja nach Hause fahren. Ja, du warst ja, da Tor- war das noch alles ein bisschen strenger, ne? Ja. Du warst auch Torwart, ne? Ja. Bist du eigentlich mal größer verletzt worden oder so? Ein Finger haben wir. Der Bubi Schulz von Leutheven, der hat mich mal gegen den Pfoten gehauen. Aha. Und dann waren die fast taucht. Und dann habe ich da gleich ja, was haben wir da? Ja. Also am Ziegelblättchen. Ich habe auch so krüppelige Finger. Ja. Nee, dann kommt doch nur noch. Nee, und ja. Zweimal haben sie mich geritten. Und was ist erblich? Einmal von, von MTV. 94. Oh. Aber da so haben wir noch ein einziges noch. Oh, oh man ja. Hören könnte. In der ersten ja. Halbzeit habe ich hier oben im Tor gesessen und bin rausgelaufen. Und aber wichtig mich auf den ist Bauch, es noch, wenn man Ball und, noch. Das ist allerwichtigste. Wenn man morgens aufsteht und weiß, was von MTV. Was man machen der muss. Der hat mich dann ja. In der Lüftung gehauen. Wenn man eine Pflicht hat, ist besser. Und dann einer noch bei den Badewiek haben wir auch. Wenn es auch nicht mehr so schnell geht. Okay. Nee, das braucht ja auch. Die ist man früher in den Klamotten reingeflogen. Ja. Der Torwart war ja immer so ein bisschen. Ist immer so ein bisschen gefährdet. Ne? Von der Milch vom Dschungel aber Ach ja. 60 ging früher alles schneller, ne? Ja, aber mit 94 darf es auch schon langsamer gehen, ne? Oder? Ja, natürlich. Aber ja. Da wäre mancher einer froh, wenn er so beweglich noch wäre. Ja, also. Fährst du eigentlich noch mal gelegentlich mal mit dem Wagen oder so, mit dem Auto? Was? Fährst du auch noch mal mit dem Auto? Mag gucken noch ganz gern. Mhm. Sonntag hängen wir mal was aus. Da fällt Mark vorher schon. Ja. Friedhof. Man ist so old, aber man hat keine Füße. Keine Unfälle baut, dann darf man trotzdem nicht mehr feuern, ne? Ja, in Flensburg bin ich. Ja. Ja. Auf Lüneburg fahre ich nicht, aber Emsen, wenn Not da, ja. Auch dann kommt mal einer von der Verwandtschaft einkaufen. Ja. Wir können jetzt auch noch einkaufen, wenn du willst. Jetzt so? Ja. Ja. Okay. Hast nichts mehr, kein Bedarf? Nö. Ne? Nö. Das sind für Geld ist mit Ilse. Oder neue Lohntüte muss. Rente muss ja auch. Das ist ja gleich ein Mann. Wo Cordes dann? Von Cordes. Ich hab's nur in der Zeitung gesehen. Du liebe Zeit. Auf einmal. Der ganze Schutt weg, der ganze Cordes weg und Schutt weg. Und er ist ein Lohn. Wo? Wo Cordes früher war, das Gasthaus, Kirchgellersen. Achso. Das habe ich irgendwie in der Zeitung habe ich das gelesen und abgebildet gesehen. So wie vorher du schon in Köben? Ja. Und Kruse ist auch versorgen, ne? Kriegst du Bäckerlaufen. Ja. Bäcker Kruse? Ja. Und mit Ilse Hüterin, da wollte ich gerne Kraftbruch haben. Nee, haben wir nicht mehr. Und nun nicht mit Küchles, der mir so neues Marit erklärt, muss auch noch Butter kommen haben. Da sagt die Verkäuferin, heute haben wir aber ne Kraftbrot. Also, der Brot, der hätte ich wieder kennen. Ja. Ich lüfte jetzt so ein paar Anzeigen laufen, da kann man beste Konjunkten bekannt war. Das ist aber nett. Ich finde, das ist ein Zeichen, dass sie sich auch ihre Kunden angucken. Sehr nett. Aufmerksam. Ja. Und diesen großen Parkplatz, alles ist gleich da. Ja. Bei uns ist ja auch Penny in Amlinghausen ist ja abgerissen worden, der alte Pennyladen, neuer gebaut daneben. Da war ja noch ein Stück Land da, wo man bauen konnte.
und dann der alte Laden abgerissen. Das ist alles Parkplatz geworden. Also man kann sich das jetzt gar nicht mehr vorstellen, wie das da vorher war. Also, wie schnell das ja, geht. Ja, das geht ganz schnell. Also solche Handelsketten, da geht das alles ruckzuck. Auch die Bepflanzung, ne? Ich habe das immer noch laufen hier, aber ich glaube, ich ist meistens weg. Ja, das machen wir auch.